Hi, meine lieben Gamer-Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video wird nur ganz kurz vorab ein größtenteils Uncut-Video. Hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt schon relativ spät haben und ich will das Video heute definitiv noch droppen. Und ich hatte heute so fucking viel zu tun, gerade mit der Schule, privat etc. pp. Und da musste ich auch noch Severioff mit der Technik relativ viel helfen, was im Endeffekt gar nicht mal was gebracht hat. Toll, aber wir kennen sie alle, Technik ist manchmal die Technik. Deswegen habe ich mir heute ein Sturmgewehr in die Klasse gepackt, und zwar die QBZ83. Ist bei mir, wie ihr seht, auf Level 1. Deswegen, ich möchte die heute einfach ein bisschen pushen. Ich habe auch deswegen den Waffentoken schon aktiviert und vielleicht auch die ein oder andere Tarnung freischalten. Und zum anderen habe ich noch doppelt Betäubung und C4 mitgenommen und das Sturmpaket. Und ihr kennt meine Klasse mittlerweile auch. Splitterschutzweste, Plünderer und Spionage. Spionage ist halt für Stopperminen gut geeignet. Und damit würde ich jetzt auch schon sagen, gehe ich rein in die Runden. Wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Video. Lasst dem Video auch gerne jetzt schon mal ein Like da, falls es euch gefällt. Und vergesst natürlich auch nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt und nichts mehr von meinem Kanal verpassen wollt, ihn kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So, und jetzt langweile ich euch nicht länger. Let's go! So, Freunde, ein Team Deathmatch auf Garrus, ne? Das passt doch wunderbar. Das heißt, es werden zwei Runden in dem Video hochkommen. Auf jeden Fall. Ich meine, klar, wir kennen es alle. Team Deathmatch ist ein bisschen down. Ich bin hingeblieben. Läuft. Ja, die QBZ ist natürlich eine Waffe mit einem etwas anderen. Ich glaube, das haben wir mittlerweile. Oh, da fuck. Okay, was ist das denn für eine Waffe? Kann es sein, dass sie ziemlich krass ist? Alter. Ich hatte mit der wirklich noch nie wirklich was zu tun. Da muss los. Also es wird dann heute quasi ein Video wie eine Runde aus dem Livestream raus. Nicht allzu böse. Junge! Die hat ein Damage! Alter Schwede! Die Gegner, tut mir leid. Boah! Gut, wenn man mal kurz veraimt, dann natürlich. Junge, die tollt aus. Leck mich schon mal. Na gut, weiter geht's. Garrison ist natürlich auch, wie ihr wisst, eine meiner besten Maps tatsächlich. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viele wirklich gute Maps, aber da gehört Garrison definitiv dazu. Ganz entspannt geholt. Junge, ich habe Schiss, dass das Game arschlaut ist, aber das kann ich Gott sei Dank hinterher bearbeiten. Weil die gute HD60S ist nämlich erlaubt. Das feiere ich tatsächlich extrem an dieser Bug. Weil nämlich die HD60S, das ist jetzt mein erstes Video mit der. Ich habe auch gestern mit der schon live gestreamt. Aber du kannst tatsächlich mit der im Bearbeitungsprogramm auf zwei Tonspuren zurückgreifen. Nicht nur auf eine, auf zwei. Zumindest hat mir das der liebe Olli so gesagt. Ich hoffe, das stimmt. Ich meine, ich will jetzt Olli jetzt nicht als Lügner darstellen, aber ich habe es nicht selber gesagt. Von daher will ich halt nicht allzu sehr vorgreifen, ob es nicht stimmt oder so. Weil es kann ja natürlich auch sein, dass ich ein bisschen was gehört habe. Die letzte Enddrecksäcke, Mann. Das funktioniert nicht. Auf jeden Fall ein bisschen leiser machen. So, jetzt passt das schon eher. Vor allem, was ich halt so richtig nice an der HD60S finde. Die hat so wenig Verzögerung von Konsole auf PC. Das ist wirklich nicht mal eine ganze Sekunde. Nicht mal, Leute. Wirklich nicht mal. Das ist krass. Und natürlich feiere ich sie dafür noch umso mehr. Yo, da kommt natürlich noch hinten einer. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Warum nutze ich eigentlich so wenig Betäubung? Bin ich eigentlich blöd? Okay. Was zum... Ja, klar. Was? Das ist doch einer. What? Ja, gut, egal. 7-6, das können wir noch ausbauen. Runde ist noch frisch genug. Aber wie gesagt, die QBZ, das ist halt im Moment noch eine Waffe, die ich auf komplett Level 1 habe. Dass die natürlich dann nicht so was reißt, ist natürlich auch. Da muss ich auch nicht zu viel drüber wundern. Ziel eliminiert. Ne, okay, den hat er. Perfekt. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Hätte ich viel früher zocken sollen. Mal ganz. Oh! Oh!
der tat weh. Scheiße, Mann. Scheiße. Na gut, wir werden auch gleich sehen, wie ich mir den Token bringe, den ich mir da aktiviert habe. Was zum... Was denn? Als ob da kein bisschen was gebracht hat. Niemals. Warum? Das, die sind einfach zu dritt da. Was sind das für Lappen? Fuck. Ich hab C4 dabei, ich Idiot. Das sollen Splittergranaten sein. Nicht C4. Let's go. Einen haben wir auf jeden Fall. Nice. Okay. Na, da hinten. Das ist doch wie so ein... Da hat COD richtig gesagt, hier, der ist für dich. Hat es... Das habe ich gerade so richtig gefühlt, Leute. Das habe ich gerade so richtig gefühlt. Lass mal gucken, wo der nächste ist, den ich... Dem ich eine Kugel in den Kopf jagen kann. Naja. Jo. Aber die Kopie ist. Mir gefällt die. Feindlicher Napalmangriff. Nur, was ich halt an diesen Waffen überhaupt nicht abkann, ist, wenn der Scope so weit oben ist. Und dann geht es natürlich genau auf den Kopf drauf. Genau. Es macht irgendwie eigentlich gar keinen Sinn. Aber es ist natürlich trotzdem genau da, wo es sollte. So, jetzt machen wir das so. Als ob das niemanden erwischt hat. Was? Oh mein Gott. Was? Nee. Ich muss mich jetzt nicht vergessen. Kam der überhaupt? Ja. Ach so. Okay. Kleine Drecksau. Ausgelöscht. Also, man muss bei manchen Waffen wirklich sagen, gar keinen Scope drauf zu haben, einfach besser. Einfach Kim und Korn und fertig. Aus der feindliche Näherungsmine zerstört. Alter, einfach Level 6 jetzt schon. Holy shit. Wenn ich jetzt noch ein bisschen besser wäre, wäre das jetzt sogar noch mehr. Aber irgendwie, ja, 14 auf das. Dann können wir auch in den Verlauf des Schusses, glaube ich, schrauben. Okay, mein kompletter Hangar. Als ob da nichts gesessen hat. Niemals. Oh mein Gott, komplett. Let's go. War sogar ein Headshot, Junge. Wie peinlich. Okay, gut, Kraft. Ein Blutrund sich gezogen. Ja, moin. Das ist erledigt. Warum nicht? Sechser, nicht neun. Sechser. Ja, läuft bei mir, würde ich sagen. Geile Runde, definitiv. Also, ich, wie gesagt, ich kannte diese Waffe null. Der will mich jetzt verarschen, oder? Granate geht auf! Opfer! Junge, das ist wirklich peinlich. Wenn man sowas nicht mehr hinkriegt. Oh mein Gott. Also ich will jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so, aber ich glaube, ihr wisst selber, was ich damit meine. Komm, die holen wir uns jetzt auch noch. Gönn. G steht für gönn. Dumm Dildei, weg ist der Brei. So, was könnt... Oh, Marschflugkörper. Soll ich die direkt setzen? Ja, komm. Ui! Ja, let's go. So, und du auch noch. Macht einfach weiter, wie yo! Let's go, Leute, let's go. Was ist das für eine Runde? Ey, ohne Flachs, Leute, diese Runde ist krank. Gerade des Todes. Ah! Ich will nicht wissen, auf welcher Streak ich war. Eieiei. Und meine KD will ich jetzt gerade auch gar nicht sehen. Oh, Junge, ist das eine geile Runde. Let's go. Bitte mehr davon. Bitte mehr. Oh! Hab ich da geendet. Ach du Scheiße. Und da steht natürlich einer, der mich komplett. Der einfach nur rumsteht und mich natürlich komplett rausnimmt. Na klar.
seht ihn einfach. Ja, ich sehe dich dafür umso mehr. Ja, okay, das war nicht. Muss man natürlich auch dazu sagen. Was zum. Ich sehe. Alle Missionsziele wurden erfüllt. Melde mich ab. 29:14. Let's go. Sich zurück. Und ich hab's Highlight. Geil! Junge! Ey, das hatte ich noch nie mit einer Waffe, die ich noch nicht mal kenne. Leute, ich glaube, ich habe eine neue Idee. Ohne Scheiß. Die Milano wird wahrscheinlich keiner toppen, aber. Alter. Ey, das soll definitiv eine Waffe werden für die Dias von Sturmgewehren. Alter Schwede. Junge. So, Freunde, ich baller da jetzt noch eine zweite Runde Team Deathmatch drauf. Allerdings muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, ich habe eine Runde davor gequittet, weil die war echt übel von der Lobby her. Ich habe jetzt ein paar Sachen drauf machen können, weil ich auch in der letzten Runde was freigeschaltet habe. Also ich habe jetzt, So, Freunde, eine zweite Runde baller ich jetzt hier noch rein. Ich habe es zu lang, aber mein Gott, wenn ihr jetzt mal in 15 Minuten länger bekommt, ist es, glaube ich, auch ganz nice. Ich muss aber dazu sagen, ich habe noch davor gequittet, weil die Lobby war einfach schrecklich, lauter Camper und Sniper. Ich habe natürlich auch in der letzten Runde ein bisschen was freigeschaltet, trotz dieser scheiß Lobby. Und zwar einmal einen Tempogriff. Die checkt's auch nicht, oder? Und hat mich jetzt doch. Also einen Tempogriff habe ich noch freigeschaltet. Und was habe ich noch freigeschaltet? Ein Visier, genau. Das habe ich aber nicht drauf gemacht. Ich habe allerdings von der Runde, die ich euch gezeigt habe, von der allerersten auf Garrison, habe ich das Visier drauf gemacht. Eine Mündung hatte ich vorher drauf, aber von Mündungen bin ich an sich eigentlich nicht so der Fan. Dann einen Lauf. Ah, und Schussmagazin habe ich bekommen. Richtig, hätte ich jetzt fast vergessen. Also das habe ich auch noch drauf gepackt von der letzten Runde. Und einen Vordergriff habe ich noch drauf gepackt. Für die einfach noch höhere Sicherheit, auch wenn die QPZ schon relativ heftig da drin war. Aber ich will einfach mal kurz gucken, wie das ist. Dann fürs nächste Mal zocken, ob ich das wirklich brauche oder ob es unnötig ist. Also klar, was natürlich ist, durch das 40-Schuss-Magazin habe ich natürlich eine deutlich langsamere Ladezeit. Ist natürlich nicht so toll. Naja, Junge. Also, bis auf den einen Kill, den die mir gedrückt hat, hat die eigentlich nichts drauf. Muss man jetzt leider sagen. Sag mal, das ist eine Nuke-Runde. Ohne Scheiß. Eine Nuke-Lobby. Junge. Ohne Witz, Leute. Sag mal, wie los sind die alle? Mega geil. Ja, natürlich. Und der bekommt mich jetzt. Ah! Och, da redet man einmal von einer Nuke und dann kriegt man auf die Fresse. Ah ja, klar. Na gut, passiert. Jetzt muss ich hier kurz chillen und auf das Ding warten. Hier aufpassen natürlich, dass mir das keiner wegnimmt. Böse Jungs. Oh, da bist du schon getroffen. Nice. Oh, wieder Marschflugkörper. Junge, in dem Video habe ich es mit Marschflugkörpern. Let's go. First kommt gönn. Nice. Nice. Und nein, verdammt. Hä, das waren noch zwei? Ach, wahrscheinlich hat der eine sich ins Haus reingerettet. So ein Lacker. Sag mal, was ist mit den Leuten los, Junge? Ich konnte den richtig easy aus der Hüfte holen. Was ist das? Ich meine, klar, geil für mich. What the fuck? Ich glaube, ich müsste öfters um 23 Uhr streamen. zocken und dann streamen am besten. Digga. Sag mal, die verlassen sich echt darauf, dass man nur aus der Richtung kommt, wo die jetzt gerade hinscopen. Aber Leute, so funktioniert COD nicht. Da kommen auch mal Leute von hinten. Let's go. Nice. Junge, ich mach hier Tarnungen, ich mach hier Aufsätze. Ja gut, ich meine, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt den Token nutze, aber das passiert trotzdem alles. Junge, schon wieder Vorräte. Was geht denn hier ab? Die, wo ich jetzt hier droppen, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Vor allem, weil da jetzt gerade einer kommt. Toll. Komm, drop, 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 drop. Was will ich denn jetzt da? Oh, komm. Hätte ich das nicht selber in den Punkt gesetzt. Let's go. Oh, die erste Blutdruck-Tarnung. Leute! Ich hab Level 100 geknackt. Let's go! Wie geil! Nice! Ja gut, das war eigentlich.
Mann, ich war so nah dran. Es wäre eigentlich komisch gewesen, wenn ich es nicht geknackt hätte. Von daher. Aber ich habe es geknackt. Level 100. Let's go. Nice. Habe ich jetzt schon zwei Sachen, die ich für Instagram habe. Geil. Achso, nee, die eine habt ihr. Die wisst ihr gar nicht. Das war in der vergangenen Runde ein Bild, was... Das war geil. Auch wenn es von meiner Leiche war. Aber es war einfach geil. Das war einfach geil. Lalalala. Aber Leute, das heute Video... Ja, kann sich, glaube ich, also, ja. Wie gesagt, ich werde es an Cut hochladen, zumindest größtenteils. Ich werde noch ein bisschen was machen. Dass ich halt auch nicht. Junge, ey, wie easy habe ich das aus der Hüfte? Aus der Hüfte ist eigentlich so schwach. Und ich hole die trotzdem so einfach. Sieht man mal, was das für eine Lobby ist. Spionageflugzeug Einsatz starten. So, die hole ich mir jetzt von hinten. Aber dich lasse ich leider. Oh, ich hab einen Haken. Ja, let's go. Einfach mal kurz. Ja, moin. Warum nicht? Feind ausgeschaltet. Alter. Was? Ey, ich bin gespannt darauf. Leute, ich bin gespannt darauf. Ja, gut, egal. So, und der ist jetzt wohin? Ah, da. Das ist der Sieg. So. Gute Arbeit, Hermano. Die hol ich mir. Leute. Und. Digga, ich hab gepusht wie ein Blöder. Hab diese KD. Ich hatte mehrfache Blutrünstis und so einer bekommt Highlight. Oh Gott. So, Freunde, ich glaube, wir können festhalten, die KBZ ist eine geile Waffe in dieser Ausführung. Und jetzt überlegt mal, die ist am Anfang. Überlegt mal, wie die ist, wenn die maximal ist. Aber ich glaube auch, einer von euch kann damit ziemlich gut was anfangen, weil er die QBZ bestimmt schon gezockt hat. Aber Leute, guckt euch mal dieses Magazin an. Kein Wunder, hat der so lange nachgeladen. Ist das ein Oschi? Ach du Scheiße. Naja, Freunde, ich will dieses Outro jetzt gar nicht mehr zu lange machen, dass ich das Video heute noch gedroppt bekomme. Ich habe jetzt dafür noch insgesamt 40 Minuten. Wir sehen uns morgen beim neuen Livestream. Ich hoffe, das wird der zweite Part zu MPs auf Dia zu zocken. Ich hoffe es wirklich sehr. Ansonsten zocke ich wahrscheinlich BO4, MW, Rocket League. BO4, MW, Rocket League oder MW, ich weiß es noch nicht. Wir werden es abwarten. Ich werde es euch auf jeden Fall morgen in der Insta-Story auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare gute Nacht. Ich freue mich auf morgen oder ich wünsche euch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Wir sehen uns dann heute Abend, wie gesagt, beim Livestream. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch, der vorbeischaut. Ich verabschiede mich jetzt. Ciao, macht's gut, haut rein.